1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Mittwochnacht. Mittwoch bedeutet hier bei uns eine freie Themenrunde, eine freie Talk-Radio-Show. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei mir unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Mein erster Anrufer, das ist Sabine und Sabine ist 25 Jahre alt. Hallo Sabine. Ja, hallo Domian. Hallo Sabine. Hi. Weswegen meldest du dich bei mir? Ja, also es ist Folgendes. Und zwar habe ich ein Kind, der ist jetzt 4 Jahre alt, der Kleine, und der Erzeuger kümmert sich halt gar nicht darum. Und ich habe gedacht, vielleicht hast du vielleicht ein paar Tipps für mich, wie ich das erreichen kann, dass der Vater oder der Erzeuger sich ein bisschen mehr dafür interessiert, oder? Mhm. So. Der Kleine ist 4, sagst du. Ja. Wie lange seid ihr schon getrennt? Schon die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Das heißt, du warst von Anfang an alleinerziehende Mutter. Genau. Also es war so, wir hatten eine kleine Affäre und die ist halt auseinandergegangen, noch bevor ich wusste, dass ich schwanger bin. Ach so. Mhm. Und hat ihm das dann aber auch gesagt, in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Aber hat sich halt von Anfang an nicht dafür interessiert und ich war von Anfang an alleine mit dem Kleinen. Hat er sich denn zumindest, als der Kleine dann da war, mal ab und zu gemeldet oder sich das Kind mal angeguckt? Nein, gar nicht. Er hat nicht mal gefragt, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist und wie der heißt oder so. Gar nicht. Das heißt, er hat das Kind noch nie gesehen? Doch, jetzt mittlerweile schon. Also ich habe vor einem Jahr, vor gut einem Jahr, mal beim Jugendamt angerufen, weil ich irgendwas wissen wollte und habe dabei dann so ganz nebenbei erfahren, dass er wohl mal gefragt hat, ob er das Kind sehen darf. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn er jetzt mal nachfragt, dann kann ich ja auch den Kontakt aufnehmen. Mhm. Habe das dann auch getan und er hat ihn dann kurz darauf einmal gesehen. Mhm. Und dann jetzt das letzte Mal im Mai, als der Kleine 4 geworden ist, zum Geburtstag. Ja. Und ja, das war's. Wie viel Zeit lag zwischen dem ersten Sehen und dem zweiten Sehen? Das erste Sehen muss so Ende Oktober, Anfang November gewesen sein. Letzten Jahres? Ja. Und das zweite dann halt, wie gesagt, im Mai. Das zeugt nicht von großem Interesse? Nicht wirklich. Nee. Aber andererseits ist es so, wenn ich ihn dann mal anrufe, ja, dann sagt er immer so, ja, danke, dass du dich gemeldet hast und ich will mich ja darum kümmern und ich will den Kleinen ja sehen und so. Aber er macht halt gar nichts dafür. Und zahlt er denn? Das weiß ich nicht. Wie, das weißt du nicht? Ja, ich bekomme Unterhaltsvorschuss und also vom Jugendamt. Ja. Und das Jugendamt holt sich dann von ihm halt das Geld zurück, aber ob er jetzt regelmäßig zahlt oder nicht, das sagen die mir nicht. Was mich gerade so ein bisschen stutzig machte, ist, dass er dem Jugendamt signalisiert hatte, dass er gerne das Kind mal sehen möchte. Ja. Warum so umständlich war? Er kennt doch deine Telefonnummer. Ja, keine Ahnung, offensichtlich nicht. Also es war wohl so, dass ich am Anfang, wo ich halt erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich ihn ja auch angerufen ab und zu und habe ihm das erzählt und oder habe mit ihm geredet, wie auch immer, und auch während der Schwangerschaft und so. Mhm. Und dann halt auch, als der Kleine auf die Welt gekommen ist. Aber er hat halt nie irgendwie großes Interesse gezeigt. Mhm. Und eines Tages dann auf einmal war... Immerhin hat er das gemacht. Was? Er hat gar nichts gemacht. Nee, immerhin hat er dann Interesse gezeigt. Also ja gut, aber dann erst nach 3,5 Jahren. Erst nach 3,5 Jahren. Mhm. Ja, und nicht bei mir. Also ich meine, ich hatte seine Nummer ja auch nicht mehr, weil er hat ja dann, irgendwann hatte er auf einmal eine andere Telefonnummer. Er war nicht mehr zu erreichen für mich. Ach so, er hätte dich gar nicht persönlich ansprechen können, daher der Umweg übers Jugendamt, oder wie? Ich weiß nicht, also ich habe meine Nummer nicht geändert. Ach so. Über die ganze Zeit. Ich weiß so, nicht, jetzt hat er ihn zweimal gesehen. Ja. Hast du ihn dann auch etwas länger getroffen bei der Übergabe des Kindes? Hast du mit ihm gesprochen? Gab es da die Möglichkeit? Also als er das erste Mal hier war, habe ich gesagt, dass ich gerne mit ihm erstmal sprechen würde und halt, dass das Kind erstmal nicht dabei ist beim allerersten Treffen.
Und das war dann auch so, also er ist hergekommen, wir haben uns erstmal unterhalten und ich habe den Kleinen dann erst nach einer Stunde oder so von meiner Mutter vorbeibringen lassen. Wie war denn dein Eindruck von ihm? Ja, ich hatte schon den Eindruck, also auch gerade als das Kind dann halt auch da war, ich hatte schon den Eindruck, dass ihn das irgendwo berührt oder so, aber es, wie gesagt, es vergeht halt sehr viel Zeit zwischendurch. Ja. Eigentlich könnte er von sich aus ja auch sagen, hier so und so, ich würde ihn gerne öfter sehen. Du hättest, du würdest das gerne wollen. Ja, eigentlich. Du würdest es gerne wollen. Was jetzt besonders schlimm war hier, der Kleine musste Anfang September operiert werden und war dann halt auch im Krankenhaus und ich habe halt seinen Erzeuger angerufen und habe ihm das gesagt. Und dann meinte er so, ja, er kann nicht vorbeikommen, also er wohnt auch in Heinsberg zurzeit. Wie viele Kilometer ist das von dir entfernt? Ja, ich bin erdkundlich so schlecht, keine Ahnung, aber so gut 1 bis 2 Stunden Autofahrt. Ah ja. Und jedenfalls meinte er, er kann halt nicht vorbeikommen, aber er würde gerne wissen, wie die Operation verlaufen ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, pass auf, ich weiß nicht halt, wann ich aus dem Krankenhaus raus bin und ich würde ihn dann anrufen, wenn ich zwischendurch mal Zeit habe. Ja, das habe ich dann auch gemacht und er hat sich wie immer bedankt und so, ja, danke, dass du mir das gesagt hast und so. Aber er hat danach kein einziges Mal angerufen und gefragt, wie es jetzt verheilt ist oder so. Jeder Außenstehende, der gar nichts mit dem Kleinen zu tun hat, fragt mich ständig, wie es dem Kind geht und ob alles gut ist. Weißt du denn, in welchen Verhältnissen er im Moment lebt? Ja, er wohnt zurzeit bei seinen Eltern. Wie alt ist er? 30. 30. Also er hat keine Familie, keine Kinder, es ist nicht fest eingebunden. Hast du dieses denn mal mit ihm auch jetzt in neuester Zeit mal thematisiert, warum er sich so wenig meldet und dass du es eigentlich gut fändest, dass er, wenn er sich öfters melden würde und so weiter, hast du es getan? Jedes Mal, wenn ich ihn anrufe, dann... Und was sagt er dann darauf? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, er fängt dann immer an von wegen, ja, dass er selber, was weiß ich, was für Probleme hat und so. Und und ich werde mich bald melden und ich will das ja und so. Also es ist immer dasselbe, aber im Endeffekt meldet er sich trotzdem nicht. Man kann natürlich niemanden zwingen dazu. Ja, das ist schon klar, das habe ich ihm auch gesagt. Aber das Einzige, glaube ich, was du tun kannst, ist, dass du nochmal ganz klar das Signal gibst, von deiner Seite aus würdest du das gut finden, dass der Kleine an seinen Vater gewöhnt wird und dass er Kontakt zu dem Vater hat. Dass es nicht um dich geht, sondern es geht um das Kind. Das Kind wird irgendwann älter und Eltern wird fragen, was ist mit meinem Vater und so weiter, dass du vielleicht da auch nochmal an sein Verantwortungsgefühl appellierst. Irgendwas scheint ja da zu sein, aber irgendwie ist es dann auch wieder weg. So deute ich das, wie du mir das gerade beschrieben hast. Mehr letztendlich kann man ja gar nicht machen. Beim letzten Mal, wo ich angerufen habe, habe ich ihm auch gesagt, also er kann nicht davon ausgehen, dass ich ewig da immer anrufen werde und dass er auch mal sich melden soll, wenn er irgendwie was wissen will. Machst du ihm denn da einen gewissen Druck auch, dass er das tun soll? Vielleicht, ich weiß nicht. Also ich würde das wirklich ganz neutral ihm sagen, nach dem Motto, dass es wirklich nicht um dich geht, sondern dass es um das Kind geht. Und er ist ein 30-jähriger Mann und müsste eigentlich so viel Verantwortungsbewusstsein haben, um zu wissen, was es bedeutet für das Kind, keinen Vater zu haben oder einen Vater zu haben. Weißt du, vor allem sagt er mir auch, ich muss mich erstmal daran gewöhnen, Vater zu sein. Na gut, nun hat er 4 Jahre Zeit gehabt, sich daran zu gewöhnen. Ich habe auch gesagt, wie willst du dich daran gewöhnen, wenn du dein Leben ganz normal weiterlebst, wie immer, und sich nicht damit konfrontiert wirst? Also, ich würde es ihm nochmal in aller Sachlichkeit sagen. Ich würde dann nicht immer wieder dort anrufen. Das bringt ja gar nichts. Das muss er dann schon von sich aus entscheiden. Ich würde es aber einmal noch vielleicht an deiner Stelle nochmal ganz sachlich und wirklich ganz ausführlich auch nochmal begründen, dass es um das Kind geht und dass es zum Wohle des Kindes ist. Und dass du das gerne und möchtest, dass du es unterstützen möchtest und dass du alle Türen offen lässt. Wenn er dann immer noch nicht auf eingeht, kannst du hinterher auch deinem Kind sagen, ich habe alles getan. Er wollte mich. Es hat aber auch immer schwierig, das alles per Telefon immer zu machen. Kannst du dir nicht vorschlagen, dass ihr euch nochmal trefft? Das geht doch bestimmt auch. Ja, das ist halt nicht ganz so einfach. Also er hat wohl auch keinen Führerschein und ist dann halt darauf angewiesen, dass sein Vater ihn irgendwie hier vorbeibringt. Naja, gut. Okay, er ist ein 30-jähriger Mann, er wohnt 1,5 Stunden von dir entfernt. Da muss es ja irgendeine Möglichkeit geben, mit Bus und Bahn oder weiß ich wie, dorthin zu gelangen und er trifft euch in der Mitte oder so. Das ist ja nicht das Thema. Ja. Wenn es daran schon scheitern sollte, von seiner Seite aus sagt das ja, dann würde das ja auch viel aussagen.
Versuch es nochmal, Sabine. Und dann würde ich auch nichts mehr machen an der Stelle. Wenn du, wie gesagt, du kannst es ja nicht erzwingen, das Ganze. Ja, das habe ich auch schon so oft überlegt, dass ich mich einfach gar nicht mehr melde. Aber andererseits... Ja, irgendwann ist es ja auch gut. Irgendwann macht man sich dann auch lächerlich. Wenn du es so oft gesagt hast und oft gesagt hast, dann reicht es dann ja auch. Ja. Liebe Sabine, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wir haben eine freie Themennacht. Ich habe mich gerade gar nicht entschuldigt, dass wir so spät angefangen haben, 5 oder 6 Minuten später. Das bitte ich jetzt hiermit zu entschuldigen. Jetzt geht's weiter mit Selma. Und Selma ist 21 Jahre alt. Hallo Selma. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Und zwar, also es ist so, ich bin Türkin. Ja. Ich bin 21. Mhm. Ich bin mit einem verheirateten Mann zusammen. Du bist mit einem verheirateten Mann zusammen? Ja. Mit einem deutschen Mann? Nein, er ist auch Türke. Ja, und er ist mit einer Türkin auch verheiratet? Ja. Mhm. Wie lange bist du mit diesem Mann schon zusammen? Das sind 1,5 Jahre ungefähr jetzt her. Ja. Ich bin auch schwanger von ihm, das weiß er auch. Und... Also wir sind ein Paar immer noch. Mhm. Wie lange weißt du denn, dass er verheiratet ist? Also ich weiß das schon von Anfang an. Ach, da hat er gleich mit offenen Karten gespielt? Ja, genau. Mhm. Und warum hast du dich dann überhaupt auf die Beziehung so eingelassen? Weil er mir am Anfang gesagt hat, also dass er halt abgeschoben wurde und dass das war, dass er wohl nur mit ihr zusammen ist. Nur wegen seinem Aufenthalt, mehr oder weniger. Stimmt das? Also, seine Familie hat es mir bestätigt. Also, es ist wohl so halt, ja. Und, also ich glaube ihm das auch. Ja. Aber, er hat sie angelogen dabei. Also, er hat ihr die große Liebe vorgeschwärmt und alles Mögliche. Mhm. Damit die beiden heiraten, damit er überhaupt hier rüberkommen kann. Ach so, so war das, so rum war es. Ja. Also von seiner Seite aus ist das wohl geplant gewesen, mehr oder weniger. Mhm. Das heißt, er hat strategisch gedacht und er wollte was erreichen, hat die Frau belogen. Ja. Und hat sie dann geheiratet? Und weiß die heute Bescheid, was los ist? Sie weiß, also er war bis vor 2 Monaten habe ich mehr oder weniger war der immer bei mir. Also wir haben zusammen gelebt. Meine Familie hat mich auch deshalb ausgestoßen, alles Mögliche. Aber wir haben immer zusammengehalten. Meine Familie weiß von ihm, seine Familie weiß von mir. Stopp mal, wie ging das, dass ihr denn zusammen gewohnt habt, obwohl die andere Frau von Liebe ausgegangen ist? Wie hat er ihr das denn dann erklärt, dass er nicht mit seiner eigentlichen Frau zusammen lebt und wohnt? Also er hat immer gesagt, also am Anfang waren die wohl die ganze Zeit, also wir haben zusammen gelebt. Er hat mir gesagt am Anfang, dass er da ab und an sich blicken lassen muss und so. Mhm. Das sind 220 Kilometer, die uns trennen. Okay, aber mittlerweile hat die Frau dann wahrscheinlich auch schon gerafft, dass da was nicht stimmt. Ja, also... Weiß die denn jetzt Bescheid, dass es dich gibt? Sie weiß, dass es mich gibt. Ja. Sie weiß auch, dass er sich mehr oder weniger trennen wird, sobald... halt die 2 Jahre um sind. Mhm. Nach 2 Jahren kann man das? Ja, also dann hätte er seinen Aufenthalt. Weswegen rufst du mich jetzt genau an? Das ist so, Domian. Ich war vor kurzem halt in der Stadt, wo er lebt. Mhm. Ich bin, also wir suchen dort für mich eine Wohnung. Mhm. Und also in die Stadt, wo er halt ist, damit wir uns öfter sehen können, weil ich ja jetzt auch schwanger bin. Ich kriege mein Baby, also unser Baby, so Silvester dieses Jahres. Und alleine ist das ein bisschen schwer halt, ne? So alles einkaufen, das, dies und so mittlerweile. Und als ich dort war, habe ich frühzeitig Wehen bekommen und lag dort eine Woche im Krankenhaus. Aber er war so anders zu mir, so...
nicht mehr, also ich habe nicht mehr so die Wärme gespürt, die er mir sonst immer gegeben hat. Das heißt, du zweifelst vielleicht an seiner Liebe? Mittlerweile, ja. Ich weiß jetzt nicht, soll ich hier jetzt alles aufgeben und darüber ziehen? Mhm. Wie weit ist denn das weg von deinem jetzigen Zuhause? 220 Kilometer. Das heißt, du hast jetzt da deine Freunde, deine Familie, alle sind um dich herum? Nein, ich bin hier ganz alleine. Ach, du bist da, wo du jetzt bist, auch ganz alleine? Ja. Was würdest du denn da aufgeben? Also hier würde ich, also für eine schwangere Frau ist es schwer, halt irgendwie eine Wohnung zu renovieren und halt, ne? Mhm. Und okay, also dort kenne ich mich auch sehr gut aus und halt dieser Umzug und dann das Baby, das, ich weiß nicht, ob ich das dann alles, falls es doch nicht klappen sollte, so wie ich es mir vorstelle oder wie wir uns das vorstellen, dass ich dann auf die Nase fliegen würde mit dem Baby dann und... Ja, also die Frage ist jetzt, sollst du da bleiben, wo du jetzt bist, wo du aber auch keine große Heimatverwurzelung hast, oder dahin ziehen? Und da ist eher, und da ist geplant, dass ihr dann auch zusammen wohnt, ja? Oder genau. Dass ich erstmal in der Nähe von ihm bin, dass er mir helfen kann und. Ja. Und dort habe ich auch Bekannte. Ja. So, jetzt hast du, wenn er da ein bisschen sehr seltsam war, als du schon im Krankenhaus gelegen hast, hast du ihm das denn gesagt? Was ist mit dir los? Ja, er meinte nur, er meint immer wieder, dass er mich liebt, dass er auch hier, wo wir jetzt telefonieren, immer, dass ich ihm fehle, dass der Kleine in meinem Bauch, dass es ihm fehlt, dass er so... Okay, aber wie hat er denn dir erklärt, dass er da so distanziert oder gar abweisend zu dir war? Er meinte, dass er momentan so viel Druck auf ihm hat, irgendwie, weil ich wohl weit weg von ihm bin und weil ich leide und das tut ihm wohl weh und alles. Okay, kann man natürlich so sehen und kann man sich auch rausreden. Kann ja, natürlich auch sein. War das jetzt denn nur ein einziges Mal, wo dir das aufgefallen ist, dass er so seltsam war? Ja, das war dieses eine Mal halt vor 2 Wochen, wo ich halt da war. Wir haben jetzt 2 Wochen wieder. Okay, das ist ja noch nicht so viel. Das kann ja wirklich sein, dass er da irgendwie schlecht drauf war oder irgendwas, was los war. Das ist jetzt das einzige Merkmal, wo du jetzt etwas irritiert bist. Ja, und er ruft mich, also früher hat er mich jeden Tag ein paar Mal angerufen und momentan nur einmal am Tag und da reden wir jetzt nur 2-3 Minuten und so groß. Vielleicht kriegt er jetzt auch irgendwie Muffensausen, dass du jetzt da in der Nähe bist, dass er vielleicht da dann halt auch eingebunden wird, da ist dann ein Kind und er hat ja schon eine Beziehung auf eine Lüge aufgebaut. Ja. Wer weiß, ob alles stimmt, was euch beide anbelangt. Ja. Das ist natürlich sehr schwer für dich jetzt rauszubekommen. Schwierige Situation, finde ich das in der Tat. Was spricht denn dafür, erstmal da zu bleiben, oder was spricht dagegen, erstmal da zu bleiben, wo du jetzt wohnst, das Kind doch zu bekommen? Also hier bin ich ganz alleine. Ja. Und da hätte ich, also ich weiß, dass er mir helfen wird und da habe ich auch Bekannte und Freunde mehr oder weniger. Okay, das heißt, du würdest da auch erstmal alleine wohnen, ne? So habe ich das gerade verstanden. Ja, ich würde da erst alleine wohnen. Gut, genau. Dann würde ich das natürlich, dann mach es doch, wenn du sagst, da, wo du jetzt bist, bist du ganz alleine, dann zieh dorthin, da hast du wenigstens vielleicht ein paar Leute. Genau. Und wir hoffen, dass sich das mit deinem Freund dann auch wieder reguliert, das Ganze. Ja. Aber dann würde ich das schon so machen und doch drunter ziehen. So würde ich es sehen, liebe Selma. Ja. Mensch, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und geh da mal mit wachen Augen an die Beziehung. Klingt alles doch vielleicht ein bisschen seltsam, vielleicht auch nicht, aber ja, geh mit strengen Augen daran. Ja, das ist auch so. Also das muss man erleben. Das ist, die Frau tut mir auch leid, aber wenn man selbst verliebt ist, also ganz ehrlich, dann trägt man die rosa Brille und dann ist... Genau so ist es, ganz genau so. Wenn man ganz ehrlich ist, ist es einem wirklich egal. Ja. Liebe Selma, ich sag toi 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 für deine Schwangerschaft, dass alles gut klappt und dass alles gesund und munter dann ins neue Jahr hineingeht und dir alles Liebe. Okay, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss.
So ihr Lieben, wir haben 1 Uhr 25, 7 Sekunden. Das ist die beste Zeit heute für unsere kleine Postecke. Mir hat geschrieben Jennifer, in Klammern Schneewittchen aus Köln. Hallo Domian, bis vor kurzem schätzte ich deine Art, mit Anrufern umzugehen, sehr. Das änderte sich aber schlagartig, als du vor 2 Wochen mit einer Frau sprachst, die keine Beziehung eingehen kann, weil sie Michael Jackson liebt. Anstatt dieser Frau einen Ratschlag zu geben, hast du nur versucht, Michael Jackson als Monster darzustellen. Offenbar hast du mehr Verständnis für Leute, die es mit einem Haufen Hackfleisch treiben, als für jemanden, der einen Menschen aus Fleisch und Blut liebt. Leider habe ich allerdings diese Sendung, in der es um Michael Jackson ging, nicht persönlich gesehen. Aber mehrere Bekannte haben mir davon erzählt, das ist doch unterste Schublade. Jennifer Schneewittchen aus Köln. Mario, 28, aus dem Saarland, schreibt, Hi Domian, deine gestrige Sendung Was Frauen wollen fand ich sehr interessant. Ich wollte auch anrufen, bin aber leider nicht durchgekommen. Meine Ex, ich war mit ihr damals schon über 4 Jahre zusammen, gestand mir nämlich eines Abends, wir saßen gemütlich im Garten und hatten gerade gegrillt, da sagte sie wie aus heiterem Himmel, ich muss es dir nun endlich einmal sagen, ich stehe total auf Gangbang. Anmerkung, falls du nicht weißt, was Gangbang ist. Gangbang ist, wenn eine Frau sich von ganz vielen Typen, vielleicht 20 oder so, hintereinander rannehmen lässt. Ich war völlig platt und nach kurzer Gesprächspause sagte sie weiter, ich mache das schon heimlich seit 2 Jahren, mindestens einmal im Monat. Da brach für mich eine Welt zusammen. Eine Woche später waren wir getrennt. Es hat sehr lange gedauert, bis ich einer Frau wieder vertrauen konnte. So, und dann Doris aus Remscheid, die schreibt, lieber Domian, vielen Dank an dich und dein Team. Vor 4 Jahren habt ihr mir sehr geholfen. Damals hatte mich mein Mann nach 31-jähriger Ehe verlassen. Ich war total verzweifelt. Ich war kurz davor, mir das Leben zu nehmen. Da habe ich bei euch angerufen. Das lange Gespräch mit deiner Psychologin hat mich dazu bewogen, eine Kur zu beantragen und auch anzutreten. Und genau diese Kur hat mich aus meinen tiefen Depressionen wieder herausgeholt. Heute habe ich einen Freund und bin sehr glücklich. Und das habe ich zum größten Teil euch zu verdanken. Liebe Grüße, eure Doris. Ende unserer kleinen Postecke heute. Wir haben eine freie Themennacht und ich freue mich, wenn ihr anruft. Unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema oder mailt mir ganz einfach unter domian@wdr.de. Dieses hier ist eine Live-Sendung im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live, ausgestrahlt auch bei 1 Festival. Und ja, hier könnt ihr mitmachen, hier könnt ihr anrufen, hier können wir reden, plaudern oder auch streiten. Der nächste Anrufer ist Marc. Marc ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, hallo Marc. Ja, ich habe einfach gerade mal versucht, eine Leitung zu bekommen und Schuss war ich auch schon drin. Ja, um was geht's denn? Es geht darum, ich bin seit knapp 3 Monaten mit einer Frau zusammen, die ich über alles liebe. Mhm. Und ja, direkt am Anfang ist es passiert eben, dass sie von mir schwanger geworden ist. Mhm. Verhütung? Ist ja erstmal, nein, hatten wir nicht. Nein, warum? Warum? Zum einen, ja, war uns zu dem Zeitpunkt das eigentlich auch fast gleich, ob wir jetzt ein Kind bekommen oder nicht. Das haben wir einfach drauf angelegt. Da wart ihr wie lange zusammen? Da waren wir zusammen eine Woche. Eine Woche. Kluge Überlegung. Ist richtig. Aber ich sag mal so, von meinem Kopf her, von der Überlegung her war, ich war seit einem halben Jahr getrennt von meiner Frau. Mhm. Hieß vorher da von den Ärzten, dass ich auch Probleme hätte, Kinder zu bekommen. Mhm. Hatte da also wirklich einen Riesenstreifen seit, ich sag mal gut, 1,5 Jahren, 2 Jahren da mitgemacht. Mhm. Dass es da eben nicht funktionierte, dass meine dann damalige Partnerin schwanger wurde. Dadurch ist aber auch dann die Beziehung kaputt gegangen. Mhm. Und dann dachte, okay, du kannst so und so keine Kinder zeugen, da musst du nicht so drauf achten. Mhm. Ja, und so wie Gott will, ist eben ja, meine Prinzessin, wie ich sie nenne, schwanger geworden. Ja. So, okay. Was dazu kommt, ist, dass in der Vergangenheit bei ihr eben sehr, sehr vieles schief gelaufen ist, sehr schlecht gelaufen ist, durch den Mann, den sie früher hatte. Mhm. Und ja, sie einfach Angst hat, in die Zukunft mit mir gemeinsam zu schauen, mit einem Kind dabei. Mhm.
Das heißt? Das Problem. Das heißt, ja, am Freitag steht ein Termin an, wo es dann heißt, dass abgetrieben werden soll. Diesen Freitag? Ja, jetzt Freitag. Hm. Du möchtest das Kind gerne? Ich, ja, mehr als alles andere. Ich mehr möchte nicht als nur das Kind. Ich möchte nur das Kind, ich möchte auch die Frau. Ich möchte sie auch. Und die Familie. Eine Familie. Die Familie, genau. Mhm. Sie bringt schon einen Sohn mit. Was, bitte? Und sie bringt schon einen Sohn mit, den habe ich natürlich auch schon ins Herz geschlossen. Wie alt ist der Sohn? Der wird, der ist 10. 10. Und sie ist in deinem Alter ungefähr? Sie ist da 27. 27. Ja. Was ist denn, vielleicht nur mal ein paar Stichworten, was ist da so schlimm gelaufen in Ihrer vorherigen Beziehung? Also wir haben sicherlich noch nicht über alles gesprochen. Das ist, denke ich mal, auch verständlich, weil ein Vertrauen muss erstmal aufgebaut werden, dass man auch wirklich alles erzählen kann. Mhm. Soweit ich es eben weiß, ist, dass sie sehr, sehr schlecht behandelt wurde, und eben nicht so behandelt werden sollte oder wurde, wie eine Frau behandelt werden sollte. Das heißt im Klartext, sie ist geschlagen worden auch? Oder? Auch, ja, auch. Mhm. Ist das der Vater von Ihrem jetzigen Kind? Richtig, genau. Mhm. Wie lange war sie mit dem Mann zusammen? Wie lange war sie mit dem Mann zusammen? Das war auch eine ganze Zeit. Wie lange es war, das weiß ich gar nicht. Mhm. Wie gesagt, da hat sie, und das verstehe ich auch, einfach ein Problem mit mir, da offen drüber zu reden. Ich sag mal, da habe ich auch nicht nachgefragt, wie lange das war, aber es war schon einige Zeit. So, jetzt nochmal zu der Begründung, warum sie abtreiben will. Versuch's mir noch ein bisschen eingehender zu erklären, was sie jetzt dazu bewegt. Ich versuche es einfach. Sie hat sehr, sehr viel Schlechtes erlebt mit ihrem vorherigen Mann. Was hat das mit der Abtreibung zu tun? Der Sohn hat dementsprechend sehr, sehr viel mitbekommen. Und sie möchte nicht, dass das zweite Kind ebenfalls auch unter solch einen Umständen aufwächst wie das erste Kind. Dass ich vielleicht auch mal ein schlechter Mensch sein kann oder werden kann. Gibt es noch weitere Begründungen bei ihr? Zum Beispiel finanzielle Sachen? Ja klar, die finanzielle Sache ist natürlich, der finanzielle Aspekt ist natürlich auch ein sehr wichtiger. Aufgrund dessen, dass das Sohn dementsprechend da ist, hatte sie auch nie die Möglichkeit, ich sag mal, wirklich vernünftig einen Beruf aufzunehmen, vernünftig Geld zu verdienen. Das heißt, sie weil geht sie auch für ihren Sohn dann da war. Ja. Das heißt, sie geht keiner Tätigkeit nach im Moment oder doch? Ja, momentan geht sie so keiner festen Tätigkeit nach, nein. Und lebt von Sozialhilfe oder? Sie bekommt Gelder, richtig, genau. Ja. Und das wäre aber auch nicht das Problem, weil wenn ich so etwas mache, dann stehe ich dazu. Und, hast du einen Job? Ich habe ein festes Einkommen, das ist alles in Ordnung. Ja. Aber sie hat wirklich da Angst, was ist, wenn ich wirklich die Arbeit mal verliere oder sonst was dazwischen kommt. Also es sind so diffuse Ängste, begründet auf den Dingen, die sie schon erlebt hat in ihrer Vergangenheit. Genau, richtig, richtig. Und ist denn ihre Entscheidung jetzt definitiv? Ich hoffe es nicht. Aber Freitag ist ja nun, Freitag ist ja morgen. Morgen ist Freitag, quasi. Morgen ist Freitag, ja, der Donnerstag hat schon angefangen. Genau, das hat angefangen, das heißt morgen ist Freitag. Morgen ist der Termin. Ich rede da wie ein Wasserfall auf sie ein und versuche ihr auch klarzumachen, dass das alles gut sein wird. Und das ist alles funktionieren wird. Hast du denn das Gefühl, dass sie sich ein bisschen bewegt oder dass sie schwankend wird? Dass sie schwankt, die ist sich selbst ja unsicher, weil sie Angst hat. Ich verstehe es ja auch, dass sie Angst hat. Wie lange wisst ihr das jetzt, dass sie schwanger ist? Wie lange? Das Ganze ist jetzt steht jetzt fest seit 2 Wochen knapp. Ach so. Dass sie schwanger ist. Mhm. Und dann hat sie direkt eine Beratung aufgesucht. Weißt du, was ich auch nicht verstehen kann? Das finde ich auch wieder sehr verantwortungslos. Abgesehen davon, das habe ich gerade nicht gesagt, dass man, wenn man sich frisch kennenlernt, nicht nur Angst haben sollte, schwanger zu werden, sondern dass man sich einfach auch vor Krankheiten schützen sollte. Wenn sie aber nun definitiv erstmal kein Kind haben möchte, wieso kümmert sie sich denn nicht um eine ordentliche Verhütung? Wir waren von Anfang an Hals über Kopf verliebt und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte sie das auch gewollt mit dem Kind. Ach, aber in die dem Angst, Zeit? Die Angst kam jetzt einfach, weil es jetzt definitiv so ist, dass sie schwanger ist. Marc, ich bin immer wirklich völlig von Sorgen, wenn ich sowas von erwachsenen Leuten höre. Da sind Leute frisch verliebt, toll, das glaube ich, da ist man wirklich im tausendsten Himmel unter Wolke 300. Aber da will man dann nicht gleich schwanger werden, Mensch. Da muss man doch, vor allen Dingen, wenn sie ist ja schon eine erfahrene Frau mit ihrem Kind, das ist richtig. Da muss man doch eine Verantwortung haben. Und
bei aller Euphorie und auch bei allem tollen Sex und so, muss man doch im Kopf haben, wir wollen auf jeden Fall erstmal nicht schwanger werden. Hinterher dann abzutreiben, finde ich ganz schlimm. Ich finde das ganz schlimm. Ich finde letztendlich auch, dass man da dazu stehen sollte. In den meisten Fällen. Es gibt sicher auch Fälle, wo man da nicht drüber urteilen sollte. Aber in vielen Fällen finde ich das sehr traurig, muss ich mal sagen. Man wird ein Menschenleben, ein angehendes Menschenleben zerstört. Also gut, aber ich meine, du, was rede ich das zu dir? Du willst es ja nur auch. Du willst ja, dass das Kind auf die Welt kommt. Das Problem ist nur, auch hier wieder, du kannst keinen Zwang ausüben. Es ist ihre Entscheidung. Sie ist die Schwangere. Sie muss es entscheiden. Und wenn sie für sich letztendlich entscheidet, dass sie das Kind abtreiben will, dann ist das sehr traurig für dich und für alle. Aber man kann sie nicht daran hindern. Ich verstehe sie auch von den Gedanken her, die sie mit sich trägt. Da verstehe ich sie auch zu 100%. Nur ich weiß gar nicht, was ich ihr noch sagen soll und beweisen soll, dass ich dementsprechend nicht ein schlechter Mensch bin. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann in den letzten Tagen pausenlos darüber diskutiert habt. Pausenlos. Deswegen fragte ich dich. Immer wieder von vorne. Das ist wie eine Schallplatte. Ja, glaube ich. Deswegen fragte ich dich gerade, ob sie irgendwie ins Schwanken gerät oder ob es eigentlich immer dasselbe ist, was du redest und was sie redet. Im Grunde genommen fängt es immer wieder von vorne an. Mhm. Und da gibt es keinen Rat, Marc. Da kann ich dir und kein Mensch auf der Welt kann dir da irgendwas sagen, was du da tun könntest. Mehr als das, ich höre ja, wie mit welcher Leidenschaft du gerne das Kind haben möchtest. Und ich nehme dir auch ab, dass du die Verantwortung tragen wirst dafür. Mehr kannst du ja gar nicht machen, als dieses immer und immer wieder sagen. Ich bin bereit und auch selbst Ich weiß nicht, vielleicht, dass du mir irgendwie sagen könntest, du kannst das und das noch machen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Marc. Ich weiß es wirklich nicht. Du könntest ihr die Angst insofern nehmen, dass du ihr versuchst, auch nochmal klar zu machen, selbst wenn eure Beziehung scheitern sollte, was ja durchaus sein kann, ihr seid ja wirklich ganz frisch, dass du dich dann wirklich um dieses Kind kümmerst. Du kannst es ja vielleicht sogar schriftlich oder notariell irgendwie schon hinterlegen, dass du... Das hat sie sogar schon angesprochen, weil ich von mir aus kannst du es schriftlich haben, das ist mir gleich. Das ist ihr gleich? Nein, mir ist es gleich. Sie kann es auch gerne von mir schriftlich haben. Ja. Ich weiß es ja nicht. Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, ich sag mal, wie hat sie darauf reagiert? Dass das im Grunde genommen noch gar nicht richtig. Vielleicht sind da auch noch andere Gründe. Vielleicht will sie einfach kein Kind im Moment. Mehr. Oder jetzt nicht. Ja, weil sie einfach diese Angst hat. Ja, vielleicht kommt zu dieser Angst aber auch noch irgendetwas dazu, was sie dir auch nicht so klar sagt. Also selbst wenn du das schriftlich, wenn du ihr das anbietest, auch für den Unterhalt zu sorgen und weiß ich was alles, wenn du das alles ihr anbietest und dass das nicht nur einfach ein Blatt Papier ist, sondern du sagst, komm, wir gehen zum Notar, ich unterschreibe es und es ist dann rechtsgültig. Wenn sie das alles nicht will, dann kannst du nichts machen, du kannst nichts machen. Sie war bei Beratungsstellen vermutlich, ja, muss sie ja? Richtig, genau. Mhm. Warst du da mit? Da war ich nicht mit, nein. Warum warst du nicht mit? Weil sie von sich aus hingegangen ist und ja, sie wollte. Uns ein paar Tage nicht gesehen hatten. Weil sie einfach sagte, sie bräuchte Zeit für sich und was ich ja auch ihr gerne gebe, dass sie einfach die Zeit für sich hat und hat dementsprechend jetzt die Schreiben zu Hause, wo es dementsprechend darin steht, eben, dass es um diese Ausschabung geht und um die Abtreibung des Kindes. Und ich kann es einfach mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren. Dass ich ihr zustimmen könnte, sagen, okay. Naja, verstehe. Na, mach es. Verstehe. Ich habe ihr gesagt, das ist ihre Entscheidung. Ja. Bloß ich kann, wenn das ist, denn so ist, ihre Entscheidung nicht teilen. Ja. Ich habe ihr gesagt, egal was sie auch entscheidet oder so, ich werde weiterhin zu ihr stehen. Ich werde sie weiterhin lieben. Das wird sie ja nicht aufhören. Achso, das wollte ich noch fragen. Wenn sie sich jetzt doch für die Abtreibung entscheidet, wirst du weiter bei ihr bleiben? Ja. Auf alle Fälle. Und vielleicht ist ihr das auch zu früh, das kann natürlich auch sein. Aber also darüber hinaus, was ich jetzt gerade gesagt habe, weiß ich nicht, was man da machen könnte. Ich will aber dennoch die Gelegenheit nutzen, auch noch jemand anderen hinzuziehen, nämlich meine Psychologin, die es auch mitgehört hat. Das heißt, ich bitte dich aufzulegen und die Sabine ruft dich jetzt gleich nochmal an und kannst du mit ihr auch nochmal sprechen.
Dann hast du noch eine andere Meinung. Und vielleicht hat die Sabine irgendeine Idee. Aber wie gesagt, Zwang kann man nicht ausüben. Da würde ich dich bitten, Marc aufzulegen. Und wie gesagt, wir rufen dich gleich zurück. Ich danke dir. Alles Gute. Ja, danke dir auch. Tschüss. Deine Sendung ist echt gut. Danke, Marc. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, auf morgen hinzuweisen. Morgen haben wir eine Themennacht, wie immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Gestern waren die Mädels dran, da hatten wir ja das Thema, was Frauen wollen. Übrigens haben viele Männer angerufen und haben gesagt, Mensch, wieso dürfen nur die Frauen erzählen, die geheimen Wünsche der Frauen, was ist denn mit uns Jungs? Da haben wir kurzerhand ganz pfiffig überlegt, nächste Woche Donnerstag machen wir dann das Thema, was Männer wollen, die geheimen Wünsche der Männer. Ich bin sehr gespannt, was ihr Jungs mir dann zu erzählen habt nächste Woche. Aber diese Woche Donnerstag, also morgen, heißt unser Thema Ekel. Ich möchte gerne mit euch über ekelhafte Sachen reden. Über Dinge, die euch sehr ekeln. Über Dinge, die ihr schon gesehen habt, die euch haben schaudern lassen, wo ihr gesagt habt, das war so ekelhaft, ich werde das nie wieder los, vielleicht diesen Geruch, diesen Anblick. Das ist das Thema morgen, Ekel. Wenn ihr mitmachen wollt, ab 0 Uhr anrufen oder mailen unter domian@wdr.de. Hier ist Jessica und Jessica ist 23 Jahre. Hallo Jessica. Hi. Hallo Jessica. Schön, dass du da bist. Ich habe gesagt, ich sollte nicht nervös sein, aber ich bin es ein bisschen. Haben die gerade gesagt, du sollst nicht nervös sein? Ja. Ja. Kann man natürlich nicht so. Jessica, was geht's denn? Ich habe eine Essstörung. Ja? Was ist das für eine Essstörung? Oh, das wechselt sogar. Das ist zum einen halt Bulimie. Ja, also du isst und brichst. Mhm. Und dann kommt es aber halt auch vor, dass ich dann, was weiß ich, 3 Tage nichts esse. Ja, also das kann auch dann in Magersucht umschlagen. Ja. Ja. Ewiger Teufelskreis. Dann ja. Irgendwie. Wie lange hast du das schon? 8 Jahre. 8 Jahre schon? Also mit 15 fing das an? Hm. Ich bin mit 15 ins Internat gekommen. Ja. Mehr so aus dem Grund, also nicht, weil meine Eltern sich das leisten konnten oder so, ja. Sondern wir hatten kein gutes Verhältnis miteinander. Ja. Wie hast du das denn im Internat gemacht mit dem Essen unterbrechen immer wieder? Fing da an sogar. Hat das denn keiner gemerkt da? Nein, das ging sogar recht einfach. Ich hatte eine Zimmerkollegin und ja, dann sind wir beide auf diese glorreiche Idee gekommen. Ach so, die hat auch mitgemacht dann. Mhm. Ach so, ja klar, da hast du eine Verbündete gehabt. Konnte man sich so hochpushen gegenseitig. Ja. Darf ich mal fragen, wie viel du wiegst im Moment? Im Moment sind es 55 Kilo ungefähr. 55? Größe? 1,59. Wie oft kommt es denn vor, dass du beispielsweise erbrichst? Also wenn es richtig oft ist, dann kann das schon mal so 5 bis 8 Mal am Tag. 5 bis 8 Mal. Wie viel isst du dann vorher? Gar nicht mal so massig. Also ich merke auf jeden Fall mit der Zeit immer mehr, dass das gar nicht mehr so viel, dass ich gar nicht mehr so viel packen kann, sag ich mal. Achso, das sind gar nicht so riesige Mengen, die du dann isst und erbrichst, sondern mittlerweile kleinere Mengen, die du dann auch gleich wieder rausbrichst. Ja, genau. Mhm. Wie viel Mal heute schon? Heute erst 2 Mal. 2 Mal. Hm. Hast du sonst irgendwelche körperlichen Beschwerden? Durch die Essstörung? Genau. Hm. Hast du irgendwie schon Magenprobleme oder mit den Zähnen, Zahnfleisch, dass das Zahnfleisch angegriffen ist? Puh, eigentlich nicht. Hm. Ich hab dadurch, glaube ich zumindest, meine Periode sehr unterschiedlich. Ja. Ja, das ist gar nicht mehr definieren, wann sie kommt. So. Genau, das ist sehr häufig bei essgestörten Frauen, dass es da daraufhin eine Auswirkung hat, ja. Dein ganzes Leben dreht sich um Essen, ne? Um die Gedanken ums Essen. Nicht nur. Sondern? Auch noch um Alkohol. Um Alkohol auch?
Das heißt, du trinkst auch? Ja. Wie viel trinkst du? Viel? Na, jetzt nicht so, dass ich besoffen bin, aber... Jeden Tag trinkst du schon? Ja. Und was trinkst du? Also ich versuche es nicht an Schnaps kommen zu lassen. Also nicht, keinen Schnaps? So gut wie. Ja, sondern? Sondern halt irgendwie mal ein Bierchen von einer Pommesbude. Ja. Oder Sekt, Prosecco. Ja. Sowas. Ungefähr. Was halt lustig macht. Was lustig macht. Auf wie viel kommst du denn am Tag? Auf wie viel? Auf eine Flasche Sekt zum Beispiel? Ja, das ist auch abhängig davon, halt, wie ich es mir leisten kann. Dann ist mal halt eine Flasche Sekt auf jeden Fall. Ja. Und sechs Bier und sowas. Ja. Aber halt auf den Tag verteilt. Also es ist nie so, als hätte ich richtig einen sitzen. Hast du heute schon was getrunken? Jo. Aber du klingst noch ganz klar. Ja, deswegen. Das ist nicht so viel. Bitte? Das habe ich im Griff. Das hast du im Griff. Du hast gerade so viel deutlich gesagt, als ich dich gefragt habe, dein ganzes Leben dreht sich also nur um die Gedanken ans Essen. Da hast du gesagt, nicht nur. Dann hast du weiter erzählt, Alkohol. Gibt es sonst noch etwas? Ja, ich wache jeden Morgen sehr müde und fertig so auf. Ja. Oder mittags auch mal. Ja. Und deswegen nehme ich, Amphetamine. Amphetamine. Also Speed. Ja, genau. Das ist ein künstlicher Koks-Kram. Um ein bisschen Elan zu haben. Wie finanzierst du das denn? Das kostet ja nur alles. Also, das kostet ja was. Ja, ich habe einen guten Freund. Ja. Der gibt dir das Geld? Nee, das Zeug. Ach, das Zeug, das schenkt er dir so? Mehr oder minder. Es geht halt immer so, von wegen, brauchst du jetzt nicht sofort geben und. Fordert der eine Gegenleistung auch? Nein. Nein. Was machst du denn überhaupt? Kannst du denn in deinem Zustand überhaupt arbeiten? Ja, ich hatte gearbeitet bis vor einer Woche. Als was? Köchin. Als Köchin sogar. Als Köchin. Das ist aber eine ganz harte Nummer dann für dich. Ja, es ist. Also ich habe gelesen, ich hatte mir so einiges an also Berichten zusammengesucht über Essstörungen. Mhm. Da steht, dass das recht typisch ist. Dass Leute, die Essstörungen haben, andere dann bekochen. Ja. Das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht als Köchin? Keine Ausbildung, den Job habe ich so bekommen. Ach so. War ein kleines Café und. Ach so. Und hängst jetzt im Moment in der Luft, hast nichts zu arbeiten? Ja. Hast du irgendwas gelernt? Nein, noch nicht. Nee, hast du einen Schulabschluss? Welchen? Nach der 12. ist erst Fachabi, ne? Fachoberschulreife, ja. Ja, dann nach der 10. Ich hatte die 11 noch versucht und ach so, also da ging es aber mit mir schon bergab. Ja, es klingt wirklich nicht gut, Jessica. Das klingt wirklich nach sehr bergab. Alkohol, Drogen und 8 Jahre essgestört. Da kommt schon einiges zusammen. Dein Leben ist sehr angeschlagen, finde ich. Jo. Hast du denn schon mal... Ich weiß nicht, wie lang deine Sendung ist, aber das wäre noch nicht mal alles. Sag noch ein Stichwort, was käme dann noch dazu? Also ich habe einmal... beschäftigt mich zumindest sehr. Ich habe einmal abgetrieben. Und meine Eltern haben sich getrennt. Was nicht weiter schlimm wäre, so... Ja. Ich bin im Alter, wo ich damit klarkommen kann. Aber mein Vater hat meine Mutter schon seit über 10 Jahren betrogen. Und ich habe das damals halt schon alles so, Also, das ist ein ganzes Sammelsurium von Sachen, die alle schwer wiegen, die dich irgendwie so in so eine große
Lebenskrise gestürzt haben. Dieses Loch, ja. Warst du irgendwann mal bei einem Arzt, bei einem Psychiater, beim Psychologen? Aber nicht von aus freien Stücken. Sondern? Da hat mein Vater mich dann hingeschickt. Mein Vater ist jemand, der kann nicht reden. Deswegen schickt er mich dann zu jemandem, der reden kann. Und das hat nichts gebracht? Nee, die meinte sogar noch zu mir, ich sollte vielleicht erstmal meinen Vater herschicken. Da kann man nur lachen. Ja, irgendwie. Da kann man nur lachen. Ich finde, ich bin froh, dass du hier angerufen hast, Jessica. Und dass du... Statt sonst wo? Ja, denn immerhin redest du ja hier schon mal ganz offen und hast mir jetzt in relativ kurzer Zeit schon mal sehr viele intime Sachen auch erzählt von dir, die dein Leben betreffen im Moment. Sehr intim, auf jeden Fall. Das weiß sonst so eigentlich keiner. Ja. Weißt du, Jessica, ich glaube, oder ich glaube nicht. Ich weiß, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du jetzt dein Leben selbst in die Hand nehmen musst. Und das bedeutet, dass du dir Hilfe holen und suchen musst. Ich glaube, du hängst ziemlich in der Scheiße dran. Das müssen wir mal so klar ausdrücken. Und wenn du so weitermachst, gehst du vor die Hunde. Das sagt meine Mutter auch. Ja. Aber die kann mir damit nicht helfen. Nee, helfen, natürlich, helfen können dir andere Leute. Aber dafür musst du die Initiative ergreifen, so wie du die Initiative ergriffen hast, hier anzurufen. Und so musst du jetzt auch weiter die Initiative ergreifen, dass du dich um eine Psychotherapie bemühst oder vielleicht sogar um einen klinischen Aufenthalt. Was genau für dich das Beste ist, das wird dir gleich meine Psychologin noch sagen, die im Hintergrund arbeitet und auch unser Gespräch mithört. Aber du musst etwas tun jetzt. Du musst etwas tun. Du bist so jung, du bist 23 Jahre alt. Da sind auch noch alle Chancen da. Wenn du das aber jahrelang noch weiterlaufen lässt, bist du psychisch und körperlich so kaputt, dass es entweder gar nicht mehr geht oder dass es noch viel, viel, viel schwieriger ist für dich, dich wieder nach oben zu bekrabbeln. Ja. Das wird ein harter Weg werden. Die Chancen sehe ich jetzt schon nicht mehr. Ah, ich sehe sie. Ich habe ja schon mit Frauen gesprochen, die noch schlimmer dran waren als du. Da habe ich so ein erstes Gespräch geführt, wie wir beide jetzt gerade, und dann bekam ich so ein Jahr später eine Rückmeldung und dann haben die mir erzählt, was sie gemacht haben, und sie hatten es geschafft. Also das gibt es und das klappt auch. Aber da muss man tapfer sein und da muss man auch richtig wollen. Und man muss von vornherein auch wissen, es gibt Rückfälle. Und die Rückfälle dürfen einen nicht kaputt machen. Jessica, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Und dann ruft dich meine Psychologin, die Sabine, an. Ja. Und die wird dir noch genaue Vorschläge machen, was für dich gut wäre. Die wird dir sicher auch ein paar Adressen an die Hand geben und so weiter. Mhm. Du musst es dann allerdings auch umsetzen. Du musst dich dann morgen wieder ans Telefon setzen und anrufen oder irgendwo hingehen. Das heißt, du... Dann der nächste spontane Moment, so wie ich bei dir angerufen habe. Ja, vielleicht. Was ist denn dein Lebenstraum, wenn ich das noch fragen darf zum Ende? Mein Lebenstraum. Wenn ich eine Zauberfee wäre und ich könnte dir etwas zaubern, was sollte ich dir zaubern? Sehr verklärt mittlerweile alles. Gibt es so Träume? Ordnung. Bitte? Ordnung. Ordnung. Ja. Ordnung in dein Leben. Ja. Ja. So ganz grob und allgemein. Okay, aber da kannst du ja auch im ganz Kleinen und ganz unten an den Wurzeln auch anfangen. Mit entsprechender Fachunterstützung natürlich. So, und jetzt bitte ich dich aufzulegen, wie wir es gerade besprochen haben. Die Sabine ruft dich zurück und ich drücke die Daumen und würde mich sehr freuen, wenn ich vielleicht von dir auch mal in ein Dreivierteljahr oder so nochmal eine Rückmeldung bekäme. Würde mich sehr freuen, wie es dir ergeht. Wenn ich durchkomme, mache ich es gerne. Ja, oder du mailst ganz einfach. Und wenn du es nicht schaffst, dann kannst du dich auch gerne nochmal melden, dann beraten wir neu. Okay? Okay. Alles Liebe, alles Gute, Jessica. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Steffi. Steffi ist 37. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Steffi, und was geht's bei dir? Ich habe ein kleines Anliegen. Ich bin seit
einem halben Jahr fest liiert. Seit 9 Jahren? Seit einem halben Jahr. Ach, halben Jahr, Entschuldigung. Ja, und den Mann kenne ich allerdings schon seit 5 Jahren. Ja. Und bin seit 12, 13, 14 Jahren ungefähr, gehe ich nebenbei anschaffen. Aber seitdem ich aber mit dem Mann fest liiert bin, meine Stammfreier, in Anführungszeichen, habe ich dann seitdem auf Eis gelegt und habe gesagt, ist nicht mehr. Also im Klartext seit einem halben Jahr? Ja. Seit einem halben Jahr gehst du nicht mehr anschaffen? Genau. Das ist ja irre, wenn du vorher 12 Jahre angeschaffen hast. Das ist ja ungewöhnlich, also toll. Ja, ich habe jetzt aber ein bisschen Angst, weil ich weiß, dass mein Freund sehr sensibel ist. Ja. Irgendwie liegt mir das ein bisschen schwer auf dem Magen. Also er weiß gar nichts von deiner Vergangenheit? Nee, das weiß er nicht. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, ihm das jetzt... Es liegt mir schwer auf dem Magen zu sagen, irgendwie möchte ich das gerne loswerden, aber auf der anderen Seite habe ich Angst, weil ich weiß, er ist sehr sensibel. Verstehe. Aber um es nochmal klar zu sagen, seitdem du wirklich mit ihm zusammen bist, nämlich seit einem halben Jahr, hast du aufgehört, auf den Strich zu gehen? Genau. Das ist genau zeitgleich. Hast du, nachdem du mit ihm zusammenkamst, hast du aufgehört? Ja. Ich habe aber Angst, dass dieses Geheimnis ihm zu beichten, weil ich Angst habe, weil ich weiß, er ist sehr sensibel. Ja, habe ich verstanden. Aber weißt du, Steffi, wenn du bist sehr verliebt, ne? Und du schätzt und achtest und magst diesen Mann sehr. Mehr als alles andere. Ja, das merke ich auch. Wenn du 12 Jahre, das habe ich gerade schon registriert, wenn du 12 Jahre als Prostituierte gearbeitet hast und dann aufhörst wegen einer Liebe, heißt das schon sehr viel, finde ich. Das heißt verdammt viel. Jetzt finde ich aber, dass man diese tolle Sache, die da offensichtlich zwischen euch beiden ist, nicht gefährden dürfte, dadurch, dass deine Vergangenheit und die Gefahr besteht, irgendwie durchsickert. Deshalb finde ich, dass du den Schritt nach vorne gehen solltest und es ihm sagst. Und du hast ja tolle Karten. Du kannst ja sagen, seitdem ich mit dir zusammen bin, aus Liebe habe ich aufgehört. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Ist es so? Das hast du vorher noch nie gemacht, ne, wegen dem Mann. Nee, das stimmt, ja. Ja. Das ist ja nur ein, finde ich, ein ganz, ganz, ganz großer Liebesbeweis. Das ist schon. Aber du hast natürlich Angst, dennoch Angst, wie er reagiert. Ich habe Angst, ihn zu verlieren. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Das ist natürlich auch, wie schätzt du ihn denn ein? Wie ist er denn so drauf, wenn er das erfährt? Soweit ich ihn kenne und auch einschätze, ist, dass er, wie soll ich das jetzt in Worten wiedergeben, der ist so drauf, dass er eventuell sich sogar das Leben nehmen würde. Ah, das wollen wir mal nicht hoffen. Das wollen wir nicht hoffen. Die ganze Sache ist ja positiv im Moment. Das ist ja, du hast es ja aufgehört. Hast du eigentlich all die Jahre Vollzeit als Prostituierte gearbeitet oder nur mal ab und zu? Nur ab und zu mal. Wie oft so im Monat? Also ich hatte dann nachher zum Schluss meine Stammkunden und die haben sich vorher angemeldet. Also es waren vielleicht 3, 4, 5. 3, 4, 5. Und hast nebenher noch einen anderen Job? Nee, ich bin hauptberuflich arbeitslos. Also du bist hauptberuflich arbeitslos, ja. Steffi, ich bleibe bei meiner Meinung. Ich finde, eure Liebe sollte eine solide, eine gute Grundlage haben. Das heißt, eine ehrliche Grundlage. Und dazu gehört, dass man sich gegenseitig die Vergangenheit erzählt. Stell dir mal vor, ihr seid zusammen, vielleicht ein Jahr, und irgendwie kommt das raus. Dann stehst du ganz schlecht da und dann ist er wirklich völlig enttäuscht. So finde ich es ihm das zuzumuten, zumal das Ganze, wie gesagt, mit einem dicken Kompliment verbunden ist, weil du aufgehört hast, wegen seiner Person, wegen der Liebe zu ihm. Ja, eben. Und eine Freundin von mir sagte letztens noch zu mir, die kennt meine Vorgeschichte und sagte, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt einen Schlussstrich gezogen unter dem, was ich mache. Und dann sagst du, alle Achtung, da musst du den Kerl ja wirklich lieben. So, das glaube ich nämlich auch. Jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist, Steffi. Ja. Aber ich habe dir meine Meinung gesagt, du kannst ja